Vor 2 Jahren sind mir diese beiden Bäume aufgefallen. Im Moment kann man es nicht so schön sehen, sie sind noch relativ kahl, aber es geht. Aber man sieht aus dieser Perspektive, dass beide sozusagen sich die Hand reichen. Die Äste wachsen zueinander hin, so als wollten beide sich berühren. Und das weiße Feld, das sie umschließt, hat aus dieser Perspektive eine Herzform. Wenn die Bäume richtig grün sind, ist das ein bisschen schöner zu sehen. Aus einer anderen Perspektive sieht es vielleicht anders aus, aber das ist nicht wichtig. Es ist sozusagen auch eine Message, eine Botschaft, dass es so etwas überhaupt gibt, dass man es sehen kann. Und diese Botschaft ist halt, dass auch Bäume sozusagen eine Sehnsucht haben können nach Berührung oder sich gegenseitig zu halten. Hier auf dieser Seite sieht man sehr schön, was ich gleich auch noch zeigen will. Diese Berge hier sind alle aus Granit, Granitfelsen. Auf dem Granit ist eigentlich eine hauchdünne Erdschicht, in denen die Bäume wurzeln. Die Wurzeln dann natürlich auch zwischen den Steinen, sonst könnten sie gar nicht mehr stehen. Aber auch ein Wunder, und wie sehr sie sich, dass sie sich vermehren auf dies, unter diesen Bedingungen. Gleich zeige ich mal die Größe der Steine. Jetzt hat man keinen guten Vergleich. Aber so, jetzt zeige ich mal die großen Steine. Felsen, die hier überall wie Findlinge liegen, so als wären sie vom Himmel gefallen. Die müssen wohl noch aus der letzten Eiszeit stammen, vielleicht auch von Aufschiebung des Bodens. Hier sieht man schön diese Riesenfelsen, die sind etwa 8 bis 10 Meter hoch, aus Granit, stehen senkrecht. Ja, der Berg ist voll. Als wir hierher gezogen sind und ich die ersten Male spazieren gegangen bin, sind mir diese beiden Felsen aufgefallen. Hier sieht man den einen lächelnd sozusagen. Sind jetzt sehr bemoost. Vor 6, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich jetzt schon hier wohne. Oh, ich glaube 6. Spontan dachte, es sind zwei Wale. Quasi, sie lächeln und sie warten darauf, sie wissen, dass eines Tages das Meer zurückkommen wird. Sie haben alle Zeit der Welt und warten. Die Felsen sozusagen eine Umkehr bedeutet, dass man dieses Kapitel auf der Erde, auf dem Festland zu leben, sozusagen beendet und symbolisch durch die Figuren der Walfelsen angedeutet, wieder zurückkehrt ins Meer. Das ist wahrscheinlich für die meisten von uns auch eine Urheimat bedeutet, aus der wir vielleicht irgendwann mal unsere Reise angetreten haben. Das Fruchtwasser im Mutterleib und der Aufenthalt, das sind ja vergleichbare Bedingungen und es ist kein Zufall, dass es diese Parallelität gibt. Insofern gibt es vielleicht auch in uns diese Ursehnsucht oder diesen Instinkt, zurück in dieses vielleicht beschützende Gewässer. Das ist eine Frage. Das Töten gibt es auch dort im Meer. Und das, was es hier an Land gibt, das schwer zu entscheiden ist, was ist Freude, Leichtigkeit der Wesen, was bedeutet Leid, was ist freiwillige Existenz, was ist erzwungene Existenz. Das ist ja nicht leicht zu unterscheiden oder zu definieren, zu bemerken. Aber vielleicht geht es halt die Reise zurück ins Meer. Wobei ich nicht meine, glaube, dass wir alle aus dem Meer kommen, sondern ich glaube, dass wir unterschiedliche Herkunft sind. Viele von uns oder die meisten sind vermutlich aus, stammen von dieser Erde, aus der Erde entstanden. Viele andere haben sich hier materialisiert, kommen aber von anderen Sternplaneten, wahrscheinlich auch aus anderen Universen.
materialisieren sich entweder auch in menschlicher Gestalt als irgendein Tier, Baumstein, Sandkorn oder in schwachmateriellen oder gasförmigen Daseinsformen. Vielleicht auch nicht immer sichtbar, auch unsichtbar. Darum denke ich, dass es eine viel größere Vielfalt gibt, als wir bisher festgestellt haben oder unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse uns vermitteln. Die große Frage, die hinter allem steht, ist letztlich, gibt es ein friedliches Miteinander all dieser Wesen, unabhängig davon, woher sie eigentlich ursprünglich kommen? Können wir uns weiterentwickeln, höher entwickeln, indem wir uns befähigen, in Frieden, Koexistenz miteinander? Jetzt ist spontan an den Film Avatar. Ein Grundthema, das immer wieder auftaucht in Filmen, dass man hier sieht, dass es einerseits gibt es wissenschaftliche Bestrebungen des Menschen. Der Mensch will seine Neugier befriedigen, geht dabei über Leichen. Dass der Wunsch des Militärs und der Politik zu herrschen, zu beherrschen und dieses sozusagen oft so, dass der Mensch in anderen Lebensformen an erster Stelle einen Feind vermutet, einen Gegner, etwas Minderwertiges, etwas, was er beherrschen muss. Dieser Film Avatar zeigt halt eher diese andere Welt, in der alle Wesen versuchen, doch friedlich miteinander zu leben, und der Mensch bricht dort ein und hat eigentlich vor, alles zu zerstören, auszubeuten. Letztlich auch den Baum des Lebens, den Baum der Seelen. Der Baum des Lebens, Lebensbaum, ist auch ein Symbol, das es in der Bibel gibt. Bäume, da mache ich wieder diesen schlage den Bogen zurück zu den beiden Bäumen, die sich berühren. Bäume sind eine ganz wesentliche Lebensform, von der wir sehr, sehr stark abhängig sind. Nicht nur, dass sie uns Sauerstoff spenden und Schutz bieten, die Erde vor Erosion und Unfruchtbarkeit schützen. Ich gehöre zu denen, die versuchen wollen oder sagen, okay, es ist ein erstrebenswertes Ziel, zu versuchen, mit anderen Existenzformen zu kooperieren oder in friedlicher Koexistenz zu leben. Man muss nicht sich unbedingt gegenseitig lieben, aber man muss sich, weil man sich nicht liebt, nicht zwangsläufig töten oder hassen. Es gibt, wenn man nicht unbedingt liebt, doch eine, sagen wir mal, eine Respekt, die bleibt, dass man sagt, okay, alles andere hat genauso gut ein Recht auf Leben, wie ich es als menschliches Wesen habe, und es gibt keine Minderwertigkeit im Leben. Es gibt das Leben oder es gibt das Nicht-Leben. Als ich an den Wahlen vorbeigegangen bin, an den Steinen, ist natürlich klar, denkt man, wir haben das Jahr 2012, wo viele sagen, das ist sozusagen der Weltuntergang, daran glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Welt untergeht. Es gibt viele Religionen, in denen es diese, ja auch die Bibel, der christliche Glaube, die Apokalypse, die Offenbarung, in der sozusagen diese Endzeit auch beschrieben wird, dass riesige Wellen bis 1000 oder 1500 Meter Höhe kommen werden, dass die Endzeit heranbricht sozusagen. Es gibt die Engel, die Winde halten, das heißt die Erde vor Unglück bewahren, so lange, so steht es in der Offenbarung, bis 144.000 versiegelt sind. Das sind die Menschen, die sozusagen alles, was danach folgt, erleben werden. Sie werden selber aber unberührbar sein. Und sie werden sozusagen die Zukunft vermutlich sein. Was daran wahr ist, das weiß ich nicht. Wenn man die Bibel liest, kann man es nachlesen. Das ist immer ein sehr interessantes Buch. Es ist auch Arbeit darin zu lesen.
Wie man damit verfährt und was ich mir vorstellen möchte oder nicht, das ist für mich halt auch eine Frage. Will ich mir Auch das nicht vorstellen. an den Tod, wie sehr viele, dass der Tod ein Ende ist, sondern ich glaube, dass der Tod eine Transformation ist wie oder eine Art Tür, durch die man geht. Man ist in einer anderen Form, in einer anderen Welt und quasi verwandelt. Ich glaube, letztlich ist es, muss jeder für sich selbst entscheiden und jeder für sich selber klären, welchen Weg er gehen will und was er nicht leben will, auch nicht vorleben will, weil wir sind alle auch Vorbilder und was man leben möchte. Wir sind letztlich Energie und das, was wir denken, was wir tun, was wir leben, ist eine Ausstrahlung aus. Jeder Sendung von von Energie. uns kann sich überlegen und sagen, okay, wenn ich jetzt etwas mache, ich mach mal, versuche mal, jeden Tag eine Sache bewusst zu entscheiden und zu leben. Wenn ich dieses oder jenes tue, bewusst tue und sage ja, oder ich unterlasse etwas bewusst und sage nein, dann will ich versuchen, dieses ganz klar bewusst, geistig bewusst zu tun. Und auch in diesem Bewusstsein, dass ich diese Botschaft als Energie entlasse ins Universum. Das kann jeder mal versuchen. Und wenn jeder versucht, für sich zu klären, was will ich eigentlich, was wünsche ich mir eigentlich selber als Welt, was möchte ich erleben, was möchte ich nicht erleben, möchte ich noch weiterhin Mord und Totschlag ständig, möchte ich all diese Schrecken erleben oder nicht, oder stelle ich mir ein liebevolleres Dasein vor und versuche diesen Weg zu gehen, indem ich selber liebevoller mit den Aber Mitwesen, auch mal versuchen, umgehe. sich nicht nur bedröhnen zu lassen, nicht alles konsumieren, den ganzen Tag Musik, den ganzen Tag Nachrichten, den ganzen Tag Internet, den ganzen Tag Eis auf sich runterregnen lassen, sondern sagen, stopp, ich mache jetzt selber. Und sich dann nur diese Rückkopplung holen. Das empfehle ich mal jedem. Das ist eine schöne Übung und es ist auch eine schöne Übung im Zusammenhang mit Bewusstseinserweiterung und Erhöhung unseres Wir können's. Seins. Das ist vielleicht auch das, was man, wenn man sagt, Gott hat uns erschaffen, wie es in der Bibel steht, gemeint ist damit, dass dieses Göttliche, was das letzte, was es auch immer sein mag, letztlich eine geistige Größe ist, eine Schöpfungskraft ist und uns als Ebenbild geschaffen, bedeutet vielleicht viel, viel weniger, dass wir die Körperform des Menschen haben, diese Skelettform oder dieses Aussehen, als vielmehr, dass wir die Fähigkeit haben, schöpferisch tätig zu sein. Wir sind spiritualisierende Wesen. Das ist unser Erbe. Das bedeutet ein großes Können, ein großes Vermögen, aber auch eine große Verantwortung gleichzeitig, weil sich das, was wir denken, das ist unsere Gedanken, sind sozusagen dieser Ursprung. Wahrheit wird, das wird, was wir erleben. Wir sehen, was wir denken und wir empfinden, fühlen, was wir denken. Darum können wir auch den, macht es Sinn zu versuchen, dass wir uns selbst unser Denken kontrollieren. Und einfach mal, jeder versucht jeden Tag eine kleine Kleinigkeit ganz bewusst zu entscheiden und auch zu sagen, okay, ich entsende diese Sache jetzt.